So ein Mensch ist auch Yvonne Wiener, auszubildende Soldatin, Leichtathletin und Rekordhalterin. In ihrer Disziplin ist sie unschlagbar. Und ihre Disziplin ist, neben Spitzenleistungen im Speerwurf, der Handyweitwurf. Dadurch, dass ich ziemlich weit vorne bei den besten Speerwerfern bin in Österreich, hat mich der ÖL-Frau gefragt, ob ich gern mitmachen würde und ob ich Zeit habe, da an einem kleinen Wettkampf mitzumachen. Das war relativ spontan. Ich habe noch kurz Zeit gehabt, übers Wochenende, dass ich mit meinem Bruder das Handy werfen übe. Wir haben uns daheim ein altes Handy rausgesucht, haben noch ein paar Würfe daheim im Garten gemacht und sind dort beim Wettkampf dann angetreten. Den Wettkampf hat Yvonne Wiener mit einer Weite von 67,59 Metern nicht nur gewonnen, sie hat damit auch gleich einen neuen Weltrekord aufgestellt. Keine Frau wirft Mobiltelefone wie sie. Anfangs habe ich mir gedacht, boah, super Weite mit 67 Metern, echt gut und habe mich echt mega drüber gefreut. Und ein, zwei Tage dann später haben mich dann gewisse Medien angerufen, wie schaut's aus, Weltrekord im Handyweitwurf. Und ich war mal wirklich erstaunt und wirklich fasziniert und habe mich auch wirklich gefreut darüber, dass ich einen Weltrekord im Handyweitwurf geworfen habe. Telefonweitwerfen, das probiere ich dann mit Hanno aus. Braucht es denn ein besonderes Geschick für den Telefonweitwurf? Meiner Meinung nach habe ich den ganzen Ablauf gleich gemacht wie im Speerwurf, außer dass ich das Handy anders gehalten habe und auch ein bisschen einen anderen Abwurfwinkel vielleicht versucht habe. Das muss so richtig im Wind dann mitfliegen und sich so einlegen, wie bei einem Diskuswurf. So ähnlich schaut es dann aus, wenn es richtig fliegt. Erfunden wurde der Handyweitwurf übrigens in Finnland und von dort kommt das meistverkaufte Mobiltelefon aller Zeiten, das Nokia 1100. Was mich direkt zur nächsten Frage führt, welches Handy schmeißt sich am besten? Ich glaube, dass eher Smartphones geeigneter sei für einen weiten Wurf, weil sie die dann richtig in den Wind einlenken können, wie eben schon gesagt beim Diskuswurf. Neben dem Handyweitwurf hat Yvonne Wiener aber noch andere Talente, vor allem sportliche. Auch deshalb ist die Leichtathletin an der Militärakademie gelandet. Ich habe dann eben den richtigen Job und das richtige Studium für mich gesucht, wo ich die Vielfältigkeit habe, viel Sport machen kann und nebenbei auch was verdiene schon. Und dann hat sich das Bundesheer irgendwie sehr gut für mich ergeben. Aber was halten eigentlich Ihre Bundesheer-Kollegen von Ihrem doch sehr ungewöhnlichen Weltrekord? Wie sie das erfahren haben, haben sie für mich ein Handy in Großformat in Form von einer Matratze vorbereitet und haben mir das dann geschenkt. Wenn es auch die Möglichkeit gäbe, würde ich auch gerne wieder bei einem Handyweitwurf-Wettkampf mitmachen und dort nochmal meine Bestweite verbessern. Was es heißt, für seinen Sport zu leiden, weiß auch die Ärztin und Langstreckenläuferin Andrea Meyer. Sie ist Rekordweltmeisterin im Berglauf und damit die erfolgreichste Athletin in der Geschichte dieser Disziplin. Würden Sie sich selbst als Extremsportlerin einstufen? Also meinen Sport empfinde ich nicht als Extremsport. Wo aber genau die Grenze zum Extremsport bei mir beginnt, darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ja. Inwieweit ist Qual Teil Ihres sportlichen Lebens? Qual hat so einen negativen Touch, aber ja, man quält sich teilweise. Manchmal, wenn man aber merkt, dass sich das Quälen lohnt, dann fühlt sich das überhaupt nicht mehr negativ an. Dann geht das fast von alleine. Also die wirklich guten Trainings bzw. die wirklich extrem guten Wettkämpfe, die hat man überhaupt nicht als Qual in Erinnerung. Und auch eigentlich während des Wettkampfs schon nicht. Ich habe schon immer wieder kleine Verletzungen gehabt, aber also auch wenn mein Laufstil so ausschaut, wie es, wenn mir alles wehtun müsste, ich bin relativ verletzungsfrei durch die Karriere gekommen. Ich wollte wissen, ob das in Ihnen auch vorgeht in dem Moment, dass Sie sagen, oh mein Lieber, lass es fertig sein. Also wirklich nur ganz, ganz wenige Wettkämpfe fallen mir jetzt spontan ein, wo ich sag jetzt im Nachhinein, da habe ich gelitten. Okay. Aber obwohl dieses Leiden, ich meine, das ist ja alles zeitlich begrenzt. Ja?
Wenn man stehen bleibt, das ist ja in kürzester Zeit wieder vorbei. Der Schmerz geht, der Erfolg bleibt oder der Stolz bleibt.